Und dann schleichen wir mal da hoch. Das geht ja ganz automatisch. Das ist Terror, ich bin, das weiß doch jedes Kind. Ah ja. Oh, oh, wir sind schon da. Gehen wir nach Ashbury und dann fahren wir da runter. Obwohl, da können wir wahrscheinlich auch runterfahren. Aber ich will erst noch Zeug verkaufen in Tarrant, dass wir wieder beweglicher sind und wieder Platz haben und vielleicht finden wir ja noch was selber zum Kaufen. Moment mal, jetzt wollte ich mal gucken. Wie kann ich euch behilfen? Hat die eine Rüstung? Ach so, ja. Schau, ist die besser? Hm. Oder willst du das? Oh ja. Okay. Lass mal das mal als Ersatzrüstung. Oh, den Dolch habe ich nicht identifizieren lassen. Scheiße. Was wünscht ihr von mir? Ein Handel. Ich will dir noch ein Schwert geben. Wie kann ich euch... Das machen wir jetzt so. Ja. Machen wir es lieber so. Dann machen wir es einfach so, weil wir es machen. So, da ist der erste Händler. Will er nicht. Was für ein Arschloch. Und der schimpft sich Händler, aber kauft nichts.
Das für einer. Hallo ihr da. Ich höre auf den Namen. Tom Krax sagt. Ihr kennt ja nicht zufällig einen Namen namens Caesar, hä? Ja natürlich, ich habe ihn kennengelernt. Echt? Keine Ahnung. Wirklich, wo steckt der alte Lump? Im Gentleman's Club zu finden, voll bis unter den Haarwurzeln. Gut, wirklich gut. Könntet ihr ihm eine Nachricht von mir bündeln? Sagt ihm, er soll sein Hintern zum unterirdischen Verkaufsstand auf den Kennison Broadway schaffen. Er soll mich von einer Stunde dort treffen. Ich würde lieber nicht selbst in den Club gehen. Falls er vielleicht schon unterwegs nach dort sein sollte, ich würde ihn ungern verpassen. Sehe ich wie am Boden aus, ich denke, ich lehne ab, Sir. Ah, nun ja, wie ihr wollt. Tut mir leid, ich lasse euch... Es tut mir leid, dass ich euch belästigt habe. Also dafür sind wir uns echt zu fein. Das muss man echt nicht machen. Und vor allem von so einem schimmeligen Halborg lassen wir uns erst recht nichts sagen. Das soll man lieber mehr auf Schönheit skillen oder so. Kann ja nicht jeder so eine knuffige Elfe sein. Das war warm für die. Kein Interesse, der spinnt wohl. Da bringen wir den geile Elfenrüstung und der will den kaufen. Was sind das für einer? Na, der schwingt besser drauf. Stillwater Klinge, magisch. Die könnte man eigentlich jemand von uns in der Gruppe kaufen. Obwohl, die verschludern immer ihre magischen Waffen, ich weiß auch nicht wieso. So. Dann können wir das mal... Das können wir, oh, den Stab habe ich auch nicht identifizieren lassen, habe ich auch vergessen. Vielleicht nimmt er den trotzdem. Oh nein, den will er nicht. Okay, was könnte man... Hochwertiges Breitschwert. Das wäre doch was für den Bierkrug. Ja, und dann nehmen wir noch das magische Schwert für den... Der Virgil. Was wünscht ihr von mir? Jetzt benutzt das nicht, der Lümmel. Da benutzt du lieber das schimmliche Breitschwert. Krummsäbel. Na, das ist gut. Sei froh, dass du jetzt das magische Schwert benutzt. Jetzt kaufen wir es dir extra und du willst es nicht benutzen. Ich zeig's dir gleich, Spotzfreund. So. Das ist ein schönes, hochwertiges Breitschwert. Okay, dann haben wir jetzt dieses Käufertechnisch erledigt. Dann können wir mal... zurückeiern. Was geht schneller? Darunter oder dann über? Ja. Da links oder rechts? Ich würde sagen da. Das ist aber auch immer so eine Lauferei, bis man aus der Stadt wieder rauskommt. Oh. Ach, Pfeile hätte ich ja auch noch kaufen wollen. Naja, jetzt ist es rum.
muss halt in den Nahkampf gehen. Da gibt es bestimmt keine Pfeile. Aber vielleicht hat der ja Pfeile. Können wir noch mal kurz gucken. Natürlich hat er keine Pfeile. Aber die Mana-Tränke nehmen wir mal mit. Also ich bin ja echt gespannt, wie das Spiel ausgeht. Ich habe es noch nie durchgespielt. Ich bin ja echt mal gespannt. Ich denke mal, dass am Schluss mal gegen den Aronox kämpfen wird. So wie es aussieht, scheint das der Endboss zu sein. Den werden wir dann sowas von derb auf die Fresse geben. Der weiß dann wahrscheinlich nicht mehr, wo oben und unten ist. Auf. Okay. So. Die Frage ist, nehmen wir den Zwerg jetzt wieder mit oder nicht? Weil meistens stirbt er ja nur und steht im Weg rum, obwohl jetzt kann man ja wiederbeleben. Oh, die molochäische Hand. Danke für das Gold. Den Dolch nehmen wir auch mit. Scheiß Amulett, gib mal den wieder zurück. Okay. Oh, das wird ja immer schlimmer hier mit den Bettlern. Hoffentlich haben die wenigstens Gold dabei. Ah, super. 82 Goldstücke. Ah, das hat sich ja schon gelohnt. Seid vorsichtig, ich bin auf eurer Seite, wisst ihr noch? Was? Ich habe auch gerade gar nichts gemacht. Toll, jetzt habe ich die automatisch angegriffen. Ich habe auch gar nichts gemacht, ich war nicht mal an der Maus dran. So, dann ab zu den Dogs. Moment, wir warten mal kurz bis zum Morgen. Vielleicht gibt es da irgendwo Munition für Pfeile, weil die geht ja schon wegen ab mit dem Pfeil. Keine Pfeile. Aber Mana-Tränke, Mana. Das Kleidung und Accessoires. Claymore, das macht auch 18 Schaden, das Schwert macht auch 18. Flammenberg macht 20 Schaden. Was haben wir da? Gute derbe Stiefel. Boah, wir sind so derbe, die nehmen wir auch also gleich mal mit. Derb kommt zu derb.
So, jetzt hast du mal derbe Stiefel. Ah, da freut er sich, derbe Stiefel. Schauen wir mal, dass wir die Damenschuhe mal irgendwann wieder verkaufen können. Ah, den Säbel nimmt er. Was haben wir denn los? Ah, vielleicht will der die Damenschuhe kaufen. Toll, will er nicht. Toll, wenn man Händler mit Pfeilen sucht, dann findet man keinen. Das ist sowas von. Die Schuhe schmeißen wir jetzt weg. Keine Pfeile, super. Ist das ein Kräuter? Eine Kräutertante hat sicher keine Pfeile. Ja, wo stehen wir? Machen wir einfach mal was. Was ist das? Na, das ist nur eine Kneipe. Auch eine Kneipe, dieselbe Kneipe. Ah, da gibt's Brillen. Oh, der hat Pfeile. Handschuhe. Puh. Die Heiltränke nehmen wir mit. Litani. Kann man es irgendwo gebrauchen? Ich glaube nicht. Wie kann ich euch behilflich sein? Okay. Dann müssen wir wohl wieder verreisen nach Kaladon. Mal schauen, ob der müffelnde Zwerg immer noch da steht. Da steht immer noch da, ich glaub's nicht. Hat er nichts Besseres zu tun? Wie darf ich euch behilflich sein? Das wird auch langsam Zeit. Ein Zwerg wartet nun mal nicht. Ah, jetzt wie wieder. Darf ich euch behilflich sein? Jetzt wieder mit seiner negativen Stimmung hier. Das fängt ja schon wieder gut an. Kaladon, okay. Für 6. 600 Gold müssen. Oh, ist so teuer. Speichervorgang abgeschlossen, okay. Wir müssen jetzt in den Tempel. Wo ist der Tempel nochmal? Ach so, da oben. Da können wir unterwegs dann nochmal in die Shops reingucken. Da liegt immer noch die Zeitung auf dem Boden. Gibt es da nicht mal eine Müllabfuhr oder so? Ach, das ist ein Gasthaus, auch ein Gasthaus. Da ist ein Händler. Zwergplattenrüstung. Ist das Zwergkettenpanzer? Google-Helm. Rüstungsklasse 10, Widerstand 12. Ah, nehmen wir mal mit. Na, der nimmt den auch, das ist gut. Hat der was für einen Kopf? Ja, der hat eine Kopfrüstung. Die hat noch nichts auf dem Kopf.